Hey und herzlich willkommen zum kleinen Gameplay von Sims 4 Jahreszeiten. Extra für Sarah, die sich das gewünscht hat. Und ich dachte mir, weil ich ja dann eine Woche im Urlaub bin und ich nicht streamen kann, gibt es eine schicke halbe Stunde von diesem Gameplay. Und unsere Hauptprotagonisten sind diese beiden hübschen jungen Menschen, die in einer WG zusammengezogen sind. Sie kennen sich seit Kindertagen. Wir haben Justin, Thomas, Schluder und Leonie Chantal Lodder. Das war übrigens nicht komplett meine Idee, die so zu nennen. Da müsst ihr mal Sarah ein bisschen schief angucken, aber egal. So, ich möchte einfach so ein bisschen just for fun hier das Jahreszeitenzeug ausprobieren. Deswegen habe ich hier auch so ein bisschen Jahreszeitensachen mit eingebaut. Das Haus habt ihr jetzt ja schon mal grob gesehen. Ich finde, das passt so zum Stil von Windenburg hier, dass das noch ein etwas älteres Haus ist. Und wir haben hier so einen kleinen Vorratskeller. Also ich habe mir wirklich noch nichts eingerichtet, weil ich komplett in diesem Budget geblieben bin. Ich habe ja so außer dem Move Objects Sheet eigentlich gar kein Sheet benutzt. Dann haben wir hier auch die Küche. Ich habe mir überlegt, erstmal nehmen die, ich sag mal, den Boden und die Bewandung, also diese Wand. Ja, Farbe kann man das jetzt ja nicht nennen, ne? Ist das schon diese Betäfelung? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall dieses Zeug, was hier an die Wand geklebt ist, also die Tapeten da, dass ich das erstmal so drin lasse, weil die jetzt schon kein Geld mehr haben. Und das Einzige, was jetzt hier noch drin ist, einmal ein Stockwerk höher. Ich fand diesen offenen Bereich hier sehr toll. Was ein bisschen blöd ist, dass jetzt dieses Ding hier mit reinragt, aber das sieht man ja kaum. Und dann haben wir hier einmal das rosa Zimmer für die Dame und hier einfach ein weißes Zimmer für den Herren. Und natürlich ein Bad. Das heißt, sie könnten überleben. Aber ich werde jetzt schon mal den Move Object Sheet nochmal eingeben. So, wir schauen mal, wie viele Parts das werden. Ich habe überlegt, wir spielen die einfach ein ganz normales Leben durch. Sim-Dauer, Leben normal. Das klingt gut. Herausforderungen-Menü ausblenden. Nee, komm, egal. Anwenden. Was auch immer wir jetzt verändert vielleicht haben oder auch nicht, ist ja auch egal. So, ich möchte jetzt gerne damit anfangen. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Stange hier hin? Und zwar das Grün hier zu verkaufen. Damit wir jetzt ein bisschen Geld haben, um die berufstüchtig zu machen. Und zwar habe ich mir überlegt, so zusammen mit Sarah auch, dass er, also wir waren uns wirklich nicht so ganz einig. Also zu ihr passt so eine Blumentante, die gerne im Garten hier ihre Blümchen anbaut, ja. Aber zu ihm, da war ich mir echt nicht sicher, ne? Also so ein Maler wäre auch cool gewesen, weil das ja auch so ein bisschen schludrig ist einfach, weiß ich nicht. Also man kann ja auch so ein bisschen schlampen dabei. Aber wir hatten auch überlegt, irgendeine Karriere, wo man gut faulenzen kann. Zum Beispiel, dass er so ein Möchtegern-Polizist ist, der einfach seine Arbeit nicht auf die Reihe kriegt, aber irgendwie auch nicht gefeuert wird. Oder ob wir ihn diese soziale Medienkarriere machen lassen, weil er das ja zu Hause machen kann. Was wir jetzt auch tun werden. Da möchte ich ihn jetzt mal... Wir machen das erstmal. So, bevor wir das nämlich hier vergessen. Nein, 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 um Gottes Willen. Also er ist total der Party... Also eigentlich sind beide Party-Hengst. Wir sind jetzt hier mitten im Sommer. Da muss ich... Es wird mir noch sehr oft passieren, dass ich anstatt aufs Handy auf den Kalender klicke, ne? Weil der ist einfach neu und dieses, ja. So, Job suchen, das ist schön. Ich wollte mal gucken, man kann ja irgendwie so Blumenbinden machen, ob es das irgendwie jetzt auch als Karriere gibt oder so. Da wollte ich jetzt nochmal schnell schauen. Und dann werden wir mit den 1200 jetzt nochmal so ein paar Dinge einrichten. Ich wollte auch mit dem Hidden Objects Sheet dann mal gucken, dass wir ja auch so ein bisschen so leere Flaschen und sowas mal verteilen. Gärtner. Zumindest kann sie Gärtner werden. Okay, wir machen das. Sie wird Gärtner. Ach nee, das hier ist Justin. Justin Thomas. Ich fand diese Schreibweise von Leos Bruder so cool, dass der einfach Justin mit E geschrieben wird. Also ich kenne ja zum Beispiel auch einen Kevin, der anstatt mit I mit E geschrieben wird. Also Kevin. Und das fand ich so geil, das muss jetzt hier auch sein. So, er wird jetzt soziale Medien-Heini und sie wird Gärtnerin. So, dann haben wir das ja schon mal, Mensch.
So, und das können die nämlich beide super von zu Hause machen und dabei rumschludern. Und später, wenn die, also bei den sozialen Medien ist es ja so, dass dieser Sim irgendwann schnell an Abonnenten kommt und allem. Und dass der dann ziemlich berühmt ist und schnell reich wird und so. Und dann stellen die sich einen Butler einfach ein, ja. Das habe ich mir so überlegt. Das könnte ganz lustig werden. So, wir haben ja jetzt hier das Wohnzimmer. Ich wollte hier schon so ein TV und sowas hinpacken. Aber ich würde erstmal gucken, dass wir das so ein bisschen spartanischer einrichten. Dass wir jetzt hier erstmal nur eine Couch hinstellen. So, ich bleibe jetzt mal lila in diesem Zimmer hier einfach. Lila mit weißen Möbeln. So, den Kamin können wir uns, glaube ich, nicht so leisten. Aber wir können ja so einen Tisch nehmen, der an der Wand steht. Und da können wir den Pinguin-Fernseher vielleicht draufstellen. Oh ja, Mann. Dann, das Ding ist Bombe. Aber dann haben die erstmal einen Fernseher. So. Ja, wobei, ich nehme den nochmal zurück. Weil er braucht ja jetzt ja auch erstmal noch für seine Karriere einen Laptop und also hier einen PC und so. Ey, meine Sprache ist heute legendär. Also bitte nicht wundern, was hier bei mir abgeht, wenn ich mich verspreche. Das ist cool. Wir könnten dann hier und hier so Schreibtische hinstellen und dann hat jeder dann seinen eigenen Computerplatz. Könnte man nochmal extra machen. So, wir nehmen hier die günstigsten Stühle, die wir kriegen können. Und zwar den Klappstuhl. So, können wir uns denn jetzt noch einen Computer leisten? Nein, können wir nicht. Das fängt ja schon gut an. Okay, dann gehen wir erstmal in den Garten. Also hier können wir auf jeden Fall. Aber wenn hier geil ist. Die Patchy, der Strohmann. Ja, da war ja was. Ich würde ihr gerne Gartenpflanzkübel kaufen, weil das damit einfach leichter ist, diese Pflanzen zu pflegen. Ich überlege, ob wir die hier zum Beispiel mit hinstellen. Oder einfach erstmal hier vorne so hin. So. Dann kriegt die hier gleich ein paar und dann geht das. Gemüse für Einsteiger. So, auf jeden Fall erstmal Blumen. Weil sie ja so, also dieses Blumenbinder-Ding, das wollte ich auf jeden Fall machen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für. So. Okay, wir werden jetzt erstmal gucken. Du darfst jetzt erstmal das Samenpaket öffnen. Ja, genau. Er wird dann das Profil schon erstellen. Gartensamen kaufen. Was auch immer. Stechpalme? Warte mal. Herbst und Winter. Sommer und Frühling. Okay, dann haben wir ja schon mal für verschiedene Jahreszeiten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und zwar, weil wir gerade Sommer und Frühling haben. Ich packe die Stechpalme jetzt mal hier hin. Die Stechpalme sieht einfach aus. Wie Johannisbeeren, oder? Wer wirst es jetzt mal so anschauen? Ein Strauch Johannisbeeren. Jetzt mal im Ernst. Also, na gut, ich hinterfrage das nicht. So, du darfst dann erstmal deine Blümchen einpflanzen. Und, oh, ich muss mir mal so ein Sims-Profil auf der Maus erstellen. Und dann kann ich dieses Bild hoch und runter und sowas. Dass denen was Stockwerk ändert, das muss ich dann nicht mit der Tastatur machen, sondern kann das mit der Maus machen. Ey, das wird die Idee. Okay, kannst du das auch am Handy machen? Das soziale Medienprofil. Es sieht nicht so aus. Geschenke kaufen. Ja, Mensch. Okay, ich würde sagen, du hilfst jetzt einfach mal schnell im Garten. So. Ach, ich habe hier in irgendein Sims-Profil schon an. Okay, wahrscheinlich ist das noch das Diablo-Profil.
Gut, muss ich mir mal umlegen. Machen die echt schön, oder? Also so richtig synchron und alles. Muss mir erstmal hier ein Energy gönnen. Ah. Mit Leonie Chantal plaudern, über Interessen reden, nach Tag fragen, von Vampiren schwärmen, kennenlernen. Oh, wir können ja mal diese Alien-Witze ausprobieren und dann gucken wir, dass einer von denen vom Alien entführt wird. Unfug. Nee, das war normal bei Witze, oder? Alter. Lustig. Polizistenwitz. Vielleicht kommt das auch erst später, dass man das kann. So, er hat die Charisma-Fähigkeit erlangt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Witz über Marsmenschen erzählen. Kommen einen dann auch die Marsmenschen entführen? Das wäre auch mal eine Idee. Noch Tagfragen, kennenlernen. Das war super. Also, eigentlich sind das beste Freunde seit Kindheit. Aber wir müssen erstmal das hochspielen. So, kommt jemand übers Aussehen. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit denen hier kommen. So, also Geld und so möchte ich selber verdienen. Da möchte ich jetzt nicht einfach cheaten. So. Tagfragen. Tag verschönern. Kompliment machen. Kann man ja alles mal machen. So, eine Geschichte erzählen. Kannst du jetzt einen Witz über Aliens machen? Lustige Gesichter schneiden. Unfug. Okay, Bewunderung ausdrücken. Ja, warum nicht? Komm. So, lustig. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so. Jetzt haben wir schon die ersten Nachbarn. Und es ist denen besonders wichtig, den Nachbarn hereinbitten. Das heißt, hört mal auf zu reden, bitte. Hast du den Garten mal schon mal gegossen? Ich glaube nicht. Dann machst du das jetzt bitte erstmal. Und du laberst jetzt hier mal jeden an. Für kommen danken. Neuen Nachbarn begrüßen. Den begrüßt du auch gleich. Oh ja, Mann, auf jeden Fall. Und dann können wir auch schon die erste Party dann heute veranstalten. So, also wir hatten überlegt, Sarah und ich, ob wir eventuell auch jede Woche ihm eine andere Karriere geben. Aber irgendwie müssen wir auch mal an Geld kommen, ne? Das ist es ja halt irgendwie auch. So, freundlich vorstellen. Neuen Nachbarn begrüßen und neuen Nachbarn begrüßen. Oh, und den hier kannst du auch gleich begrüßen. Markus Flex. Ist in der Fitness-Freak-Gruppe. So, wir können auf jeden Fall so eine Gruppe erstellen. Irgendwie so Partygesellschaft oder so. Oder die mit den Party gehen. Und dann könnte man immer so eine Gruppenveranstaltung machen. So, wir fangen mal an, uns hier mit den allen anzufreunden. Nach Karrierefragen ist schon mal ganz wichtig. Das Erste, was ich mache, wenn Leute kommen, um mich zu begrüßen. Ja, schön, dass du gekommen bist. Was für eine Karriere hast du eigentlich? Also, finde ich immer sehr geil, ne? Also, dass man das in Sims einfach so fragen kann. So, wir fördern jetzt mal hier das Charisma von denen. Das geht nämlich immer echt gut. Tag verschönern. Warum setzt er sich denn... Wollte der sich da gerade hinlegen? Chantal hat erfahren, dass Eva arbeitslos ist. Wir werden ihn übrigens Justin nennen und sie einfach Chantal. Ja. Oder Justy und Shanti. Ja, Mann, Justy und Shanti.
Das ist auch die ideale Kombination, wie man genannt werden möchte. Über Grundbesitz plaudern. Guck mal, was wir für eine geile Bude hier gekriegt haben. Ist zwar eine sehr alte Bude und wir haben jetzt schon so ein bisschen hier sauber gemacht und so und dir die ersten Möbel reingestellt. Aber das wird ein richtiges Partydomizil, Freunde, ich sag euch das. Ja, ne? Bei Gelegenheit können wir dann gucken, ob wir dann irgendwie noch anbauen oder sowas. So wie sich das halt ergibt alles, ne? Okay, Shanti und Justy sind jetzt gute Freunde geworden. Das ist ja schon mal schön. Kompliment über Outfit machen. Finde ich schon mal gut, dass wir hier voll das Charisma fördern können. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man die Partygesellschaft der Nachbarn hier darstellen möchte. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Ach, er steht da noch. Es ist nur so ein Typ einfach weggegangen. Okay. So. Was macht sie jetzt? Hände waschen. Das brauchst du alles gar nicht. Wobei, du kannst jetzt mal die Toilette benutzen, nachdenklich duschen und dann kannst du schon das erste Gericht kochen. Und zwar Festmahl kochen auf jeden Fall. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir werden jetzt mal ihn hier missbrauchen, damit er ein paar Fotos macht. Mach mal ein Selfie. Hier mit den kriegen wir die Partygesellschaft hier mit drauf. Oh, dieses fette Bild hier. Geil. So, von ein paar Fotos kriegen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld. Da, guck mal. Jetzt können wir nämlich hier schon Mittagessen servieren, und zwar Gartensalat. So, du gehst mal hier hin. Und dann kannst du mal Fotos machen. Weil mit Fotos verdient man jetzt ja nicht so schlecht Geld eigentlich. So, wir fotografieren den absoluten Gammelherd. Wir noch wissen, wie dieser Herd mal aussah. Die ersten Küchenmöbel. So. Rahmen. Unser erster Herd. Okay, da müssen wir eigentlich den Kühlschrank noch fotografieren. Warte mal. So, Foto machen. Boah, geil, Alter. Da sieht man, wie ranzig das eigentlich ist hier. So. Rahmen. Unser erster Kühlschrank. Wobei wir auch so eine Fotogalerie machen könnten. Wie das erste Wohnzimmer aussah. Und zwar ist ja das hier das erste Wohnzimmer. Genau, stell dich mal dahin. Jetzt machen wir mal ein Foto. Kriegen wir das so drauf? Nicht richtig, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht. Oh, sie hat Kuchen dabei. Geh mal so ein bisschen raus. Und jetzt machen wir ein Foto. Weil jetzt... Sexy Dame. Und der Blick von dem Typen, ey. Da weißt du schon gleich Bescheid, ne? Und ihr müssen wir hier auch auf den Arsch glotzen. Geil, Alter. Okay, wir verkaufen das jetzt mal alles. Wir können ja so viel Fotos machen, dass wir uns den Computer leisten können. So. Er könnte einen Hinternfetisch haben, dass er verschiedene Hintern fotografieren muss. Moment. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Oh, gucke mal. Hier haben wir doch schon den ersten Hintern. So. So, und das hängt er sich immer heimlich ins Zimmer. Und weil ja niemand hier reingeht, außer er, kann man sich das ja mal angucken. So. Die heißt, glaube ich, Jade, oder? Ja, Jade Rosa. Okay.
Arsch von Jade. Das ist was für Sarah, ey. So. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Machen hier ein Foto von seinem Hinterteil. So, kann man jetzt hier noch ein bisschen ranzoomen eigentlich? Okay, warte, ich würde sagen, wir gehen noch ein Stückchen näher ran, weil sonst... Oh, du Typ, du solltest doch näher rangehen, ey. Ich will ja nicht ihre Beine damit drauf haben. Nein, jetzt ist er weggegangen. Okay, wir können ja von Paolo den Hintern noch, glaube ich, fotografieren. Wobei, vielleicht, wenn der sitzt, kriegen wir ein schönes Foto hin. Mal gucken. Nee, irgendwie nicht. Sehr blöd. Okay, wir können das von ihr machen. Hübi. Komm her jetzt. Genau. Und jetzt machst du mal schnell ein Foto. Ohne dass sie es gemerkt hat, mit der Gabel in der Hand. Das ist ein schönes Foto für seine Hinternwand. Er muss Ärsche fotografieren. Das ist sein Fetisch, ey. Okay, den wollen wir jetzt nicht an der Wand hängen haben. So. Arsch von Chanti. Es wird immer skurriler hier, ehrlich gesagt. So, jetzt gehst du nochmal hier hin, weil da steht jetzt eine. Nicht bewegen! Oh no! Nun, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Man sieht sich. Danke für die Gastfreundschaft. Okay. Er dreht sich jetzt vielleicht um. Muss ich mich hier wieder bewegen, um ein Foto von seinem Arsch machen zu können. Sehr schön. Guck mal, das ist eine schöne Sicht auf den Hintern. Der ist schön knackig hier, oder? So, wie heißt der jetzt? Paolo. So. Und dann packen wir jetzt hier noch ein Foto von Paolos Hintern hin. So. Arsch von Paolo. Geil. Und sie muss Blumen fotografieren. Dann haben wir für sie auch so einen Fetisch gefunden, der dazu passt. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt mal ein Gericht. Keine Ahnung. Setz dich hier hin und du auch zum Essen. Gut, dann darfst du mal aufräumen hier. Du magst es zwar, wenn Sachen hier rumstehen, aber nein. So. Dann würde ich sagen, du gehst mal aufs Örtchen. Und dann kannst du joggen gehen, weil es ist für dich wichtig. Und nach dem Joggen machen wir auf jeden Fall hier die Party für ihn, würde ich sagen. So. Gibt es denn jetzt hier schon irgendwas, wo wir mal hingehen können, um was zu ernten oder so? Oh, hier ist ein Dämonenstand oder sowas. Essen bestellen. Boah, geil, sie kann einfach Gemälde verkaufen, an Sammler verkaufen. Kriegen wir dann das Geld? Das wäre ja praktisch. Können wir die Mülltonne durchsuchen? Mit Wasserballons füllen. Achso, das ist schon das Café.
nach Essen wühlen. Sie sind viel Fraß, aber das sollten wir nicht machen. Wir verkaufen jetzt erstmal dieses Zeug da. Hier haben wir so eine Säule. Wir könnten dann vielleicht das von Brent verkaufen. Warte mal, hier kommt man auch noch hin, oder? Alter, wir konnten einfach das Bild von dem verkaufen. Das ist ja mal lukrativ hier. Das gefällt mir. Weißt du was? Geh auch joggen. Wir können sonst nicht so viel Gescheites machen. Sie joggt in ihren Klamotten. Das ist ja schon mal etwas. Okay, stopp. Moment. Vielleicht solltest du mal kurz die Tonne aufheben. Dann den Müll da wieder reinpacken. Weil ja irgendwelche Leute hier nicht vernünftig die Sachen stehen lassen können. Unwohl. Unerträglich erschöpft. Ja, du bist zwar ein fauler Mensch, aber dein Körper ist dir eigentlich wichtig. Ich finde es schade, dass man das nicht irgendwie ausgrenzen kann, Sims. Aber was soll's. Okay, dann. Gesellschaftliches Ereignis planen. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst hier mal aufräumen. Und sie möchte auch Freundin der Welt werden, glaube ich, ja. Sich 10 Sims vorstellen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und er möchte der Partylöwe sein. Und dann gehst du auf jeden Fall mal nach unten und du kannst dann, glaube ich, mal duschen gehen. Tanzparty. Hausparty. Würstelparty. Ja, die sind aber alle neu hier, oder? Ich würde sagen, wir machen mal eine Hausparty. Gastgeber. Justin und Leonie. Gäste sind Eva, Markus, Paolo und Jade. Und dann kann es losgehen. Wir nehmen natürlich hier die Schluderfabrik. Die Schluderfabrik hier, das ist die Schluderresidenz. Schluderlodder-WG. Ja, setz dich doch mal. Okay, dann öffnen wir mal den Kühlschrank und stellen hier mal den Salat hin, würde ich sagen. Und den Kuchen, damit die das nochmal essen können. Da kommt schon der Erste. Willkommen, danken. Digga, komm mal her. Jo, danke, dass du gekommen bist, Digga. Du machst das Leben schöner. Und dann darfst du einen Witz erzählen. Witz über Marsmenschen. Tag verschönern. Okay, du kommst dann auch mal hier hin. Willkommen danken. Willkommen danken. Das klingt einfach so falsch jedes Mal. Tag verschönern. Du darfst dir auch mal für kommen danken. Nach Tag fragen. Es ist ja nur wichtig, dass wir mit denen hier irgendwie 12-mal interagieren, glaube ich. Also vielleicht kriegen wir ja sogar Silber hin, ne? Das ist jetzt ja vielleicht nicht verkehrt. So, dann darfst du noch einen Witz erzählen. Und zwar ein Entenwitz. Das möchte jeder hören, ich bin mir sicher. Okay, Tag verschönern. Willkommen danken. Ey, das klingt jedes Mal falsch. Ich weiß auch nicht. Willkommen, danke. Wir sagen das jedem jetzt 10-mal. Und dann passt das schon. So, wir haben nur leider keine Stereoanlage oder sowas, deswegen können wir die nicht tanzen lassen. Warte mal, von Markus haben wir noch kein Bild. Oh. Dass die sich küssen, war jetzt nicht mit eingedacht, ne? Zum Essen rufen. Ja, komm. Hör mal auf, mit denen zu reden. Und dann nimmt sich hier jeder was zu essen. So. Ach, da kommt ja noch eine. Kommt die auch mal, ey. Okay, wir können ihr trotzdem fürs Kommen danken, ne?
Hier ist doch offen. Oh, wir haben gar kein Licht, ne? Fällt mir mal so ein. Braucht Vergnügen. Nach Essen fragen. So, was machen wir jetzt? Okay. Nach Essen fragen. Lustig parodieren. Fragen, ob er Single ist. Dann schmeißen wir uns mal an den ran und küssen den doch einfach. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Ja, dann schmeißen wir uns mal schnell an den ran, um hier die Sache klar zu kriegen. Ach so, wir können, das habe ich mir auch überlegt, dass wir hier jedem einfach überall ranschmeißen. Also, ne? Dass hier das wilde Rumgeknutsche ist. So, allerdings sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.